Bei diesem Buch konnte ich das allererste Mal wirklich und vom vollen Herzen sagen, Instagram made me buy it. Los geht's. Hi! Nach einem Monat Pause bin ich zurück. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich mache ein Video, wo ich euch sage, dass ich wieder regelmäßiger posten will. Und dann bin ich verschwunden. Es ist ziemlich viel los gewesen, war sehr anstrengend, aber ich versuche jetzt regelmäßiger wieder zu posten und wahrscheinlich mache ich im März ein Video und sage, hi, ich habe wieder den ganzen Februar nichts gepostet. Aber ich habe es versucht. Dann habe ich zumindest jetzt dieses eine Video gepostet. Und zwar fängt der Februar ja an einem Montag an und geht dann 4 Wochen lang. Das ist der beste Monat überhaupt und ich denke, dieser Monat wird gut werden. Sage ich jetzt und dann im März wissen wir, was ich gemeint habe. Wieso rede ich eigentlich so viel Müll? Da merkt man, dass ich aus der Übung bin im YouTube-Video drehen. Heute ist nämlich Dienstag und Dienstag ist und bleibt auch in diesem Jahr Bookie-Tag. Ich war im Januar sehr fleißig und habe mehrere Bücher gelesen und deswegen gibt es jetzt auch ein paar Bookies. Und das erste Buch, das ich euch vorstellen möchte, habe ich eigentlich schon zu Weihnachten begonnen zu lesen, aber weil es sehr, sehr dick ist, habe ich den größten Teil davon im Januar gelesen. Und dieses Buch kann ich 100% sagen, dass ich das nur gelesen habe, weil es gehypt wurde, hier auf YouTube und auch auf Instagram. Und normalerweise folge ich dem Hype nicht so, aber ich hatte so Lust auf so Steampunk und Urban Fantasy. Und dann wurde mir dieses Buch so oft empfohlen und ich habe so viele Leute gesehen, die gesagt haben, das ist mein Jahreshighlight, das ist das beste Buch, das ich 2020 gelesen habe. Und irgendwie hatte ich dann keine andere Chance mehr, als es mir auch zu holen. Und ich habe es einfach geholt, ohne überhaupt den Klappentext zu lesen, weil ich dachte, wenn so viele Leute sagen, dass es das beste Buch ist, das sie in ihrem Leben gefühlt gelesen haben, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Und was soll ich sagen, es ist jetzt vielleicht nicht das beste Buch, das ich gelesen habe und ich glaube auch nicht, dass es mein Jahreshighlight ist, aber auf jeden Fall hat es mir sehr gut gefallen und zwar Crescent City von Sarah J. Maas. Es ist ein sehr dickes Buch mit 900 Seiten und es wird schwer, das jetzt die ganze Zeit hochzuhalten. Es ist ein kleines Armworkout inklusive, wenn ihr dieses Buch kauft. Wie bereits erwähnt, es ist ein Fantasy-Buch mit Steampunk-Elementen. Und zwar geht es in dieser Welt, gibt es verschiedene Häuser, in die so bei uns Fabelwesen, dort tatsächlich existierende Wesen eingeteilt sind. Das ist das Haus des Himmels und der Erde und man kann sich denken nach den Elementen aufgeteilt. Und es gibt zum Beispiel Engel, es gibt Hexen, es gibt Vampire und es gibt Feen. Solche Wesen gibt es und es gibt auch Menschen. Und die Geschichte in Crescent City verfolgt die Halbfee, Halbmensch-Frau Bryce. Sie ist Anfang 20 und lebt in Crescent City in einer WG mit ihrer besten Freundin. Und die ist die zukünftige Alpha-Wölfin des Werwolf-Rudels der Stadt und ziemlich mächtig und einflussreich. Und Bryce, die eigentlich überhaupt gar keine Fähigkeiten hat, weil sie ja ein halber Mensch ist, wird von ihr trotzdem respektiert, überall mit hingenommen und genießt das wilde Leben in Crescent City. Einen Abend verbringen Bryce und ihre beste Freundin dann getrennt und als Bryce wieder nach Hause kommt, wird sie mit einem Blutbad konfrontiert, denn ihre beste Freundin und ihr gesamtes Rudel wurde brutal umgebracht. Für Bryce bricht eine Welt zusammen, ihre Freundin ist tot, das Rudel, mit dem sie sehr gut befreundet war, ist tot und niemand weiß, was eigentlich passiert ist und wer überhaupt die Macht haben könnte, diese starke Wölfin umzubringen. Bryce verfällt in eine Depression, weiß nicht mit sich weiter, lebt einfach nur noch so vor sich hin, bis 2 Jahre später ein großer Kongress in der Stadt stattfinden soll. Und der Hauptengel möchte diesen Fall aufgeklärt wissen, bevor die wichtigsten Leader des ganzen Landes nach Crescent City kommen. Er setzt seinen besten Engelsoldaten darauf an, die Lösung zu finden. Und der soll jetzt zusammen mit Bryce, die ja die letzte Zeugin ist, die die Wölfin als letztes Mal gesehen hat, soll jetzt zusammen mit ihr die Lösung dieses Falls finden. Und diese Grundhandlung, die ich gerade kurz zusammengefasst habe, nimmt dann auf den 900 Seiten völlig wirre Wendungen an. Es geht immer, denkt man, jetzt, das ist die Lösung und dann geht es trotzdem nochmal ganz in eine andere Richtung. Wir haben also in diesem Buch Fantasy, wir haben Thriller, wir haben Horror, wir haben Krimi, wir haben irgendwie 50 Shades of Grey, also besser über 18 sein, wenn man dieses Buch liest, nicht nur wegen den brutalen Szenen. Dieses Buch hat wirklich von allem etwas und wer Lust hat, sich so richtig in einer neuen Welt zu verlieren, für den ist das auf jeden Fall was. Ich muss sagen, dass mir die ersten
500 Seiten extrem gut gefallen haben und ich schon dachte, ja, ich weiß, warum so viele sagen, das ist ihr Jahreshighlight, das ist das Beste, was sie seit langem gelesen haben, denn ich war auch wirklich super in der Story drin. Ich habe jeden Tag 100 Seiten gelesen und wollte immer wissen, wie es weitergeht. Und dann kam irgendwie so ein Bruch. Dann kam die Stelle, wo ich dachte, ja, jetzt könnten wir aber auch mal die Lösung finden. Und es kamen immer wieder neue Details rein, wo ich dachte, ist es jetzt noch wirklich nötig? Dann hatte ich zwischendurch das Gefühl, ist es jetzt schon Setup für den zweiten Teil? Dann wurde es aber trotzdem doch noch in diesem Buch aufgelöst, was für mich eigentlich logisch gewesen wäre, wenn es ein Setup gewesen wäre. Und es ging dann nochmal so 100 Seiten, 150 Seiten, wo ich diese Phase hatte, wo ich mich wirklich zwingen musste zu lesen. Nur um dann zum letzten Teil zu kommen, der dann nochmal Vollgas gegeben hat und mich nochmal richtig begeistert hat. Also was soll ich jetzt zum gesamten Buch sagen? Denn ich fand es auf der einen Seite richtig gut und richtig spannend und auf der anderen Seite musste ich mich zwingen weiterzulesen und nicht abzubrechen. Und ich glaube, das ist der Dicke des Buches geschuldet. Ich glaube, 300 Seiten weniger und vielleicht 5 Wendungen weniger hätten dem Ganzen auch gut getan. Dennoch, wer Urban Fantasy mag, der wird hier auf jeden Fall seine Freude dran haben. Und ich freue mich auch tatsächlich auf den zweiten Teil, der dann am Ende doch nochmal angedeutet wurde. Habt ihr Crescent City gelesen? Ist das auch für euch ein Jahreshighlight gewesen, ein Lebenshighlight gewesen? Oder ist Urban Fantasy so gar nicht euer Ding? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und wir sehen uns nächsten Dienstag wieder zum neuen Bookie. Tschüss!